So, zurück zu Horizon Zero Dawn. Bin jetzt mal zu der Kreuzung zurückgelatscht. Wir müssen jetzt da oben hin. Zu der Kreuzung. Zu dem Gebiet. Weil da gibt es eine neue Zeit. Das letzte Mal haben wir erfahren, dass die Schattenkatsche auf mich nicht dafür verantwortlich sind, sondern. Jedenfalls jemand anderes und dass diese Leute offenbar auch eine mysteriöse neue Waffe mit sich tragen und dass sie damit dieses Massaker da oben angerichtet hat. Und wir haben erfahren, dass das nehme ich für unterwegs mit. Die Schwester von dem einen da vielleicht sogar noch lebt, also von Odin oder ich sehe doch gleich. Warte mal, bei Sidequest, ist doch nicht da. Neolim war der andere. Jedenfalls haben wir sehr interessante Sachen rausgefunden im letzten Part. Und jetzt wollen wir uns mal noch einer weiteren Sidequest widmen. Da ist jedenfalls die Weggabelung. Da unten. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Au! So, brenn erstmal schön und BAM! So ergeht es allen Verdammten. Okay, da oben ist das Lager. Verdammtes Ausrotten? Könnte man gleich versuchen, das Licht mit den Händen einzufangen. Stattgefunden. Keine Leiche. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Hm. Oh, na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Bestimmt zu den Tätern. Eventuell. Übrigens, vom DLC-Gebiet ist auch noch so eine Quest offen mit so einem Lager. Da muss ich auch noch mal vorbeischauen, dass ich die gebacken bekomme. Das ist nämlich im alten Gebiet drüben. Ja, und dann drumherum, das sind einfach nur Jagdgebiete etc. Da kann man mal Zeit nehmen, gucken, was da so Phase ist, wenn wir da vorbeikommen. Das ist ja quasi für Waffen zum Kramskrams. Willst unbedingt tanzen, Kumpel? Ja, nicht so nah, natürlich. Tschüss. So. Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Warte mal, ist das zufällig? Ja. Nee. Das ist keine von diesen Banditenlagern. Macht's mir noch leichter.
Wobei. Sollte man nicht so laut sagen. Fällt hier immer noch rum. Wüstenglas. Nice. Jetzt sind bloß noch diese Schlaggläser. Oh nein, Kumpel. Oh nein. Okay, da vorne ist noch einer. Okay, es hat die anderen natürlich informiert. Ihr Trottel. Verdammt. Na komm, rennt schön rein. Ja, rennt schön rein, ihr Trottel. Ja, mal heilen. Für den strahlenden Ichoman. Bam. Bam. Und okay, du hältst ein bisschen mehr aus. Bam ins Gesicht. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Du hast den Zorn der Sonne heraufbeschworen. Steckt er denn? Ach da. Tschüss. So, irgendwo musst du ja stecken. Wir haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Okay, das wird anscheinend noch nicht ganz so leicht werden. Wer hatte gerade scharfe Geschosse benutzt? Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe.
Versuchen wir es nochmal. Allein die Schatten. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Hier ist was. Zack. Leute, ihr habt das fast gar nicht bemerkt. Ist da oben was zu sehen? Okay, er kam angeschlichen. Für die rechtmäßigen Mir gefällt gerade nicht, was da geflogen kam. Auf das Ende der Ich erwischt! Ich bin getroffen! Ja! Nur eine Fleischwunde! Ich werde es überleben! Das alles? Okay, er hat die scharfen Geschosse. Das war ziemlich scharfe. Okay, ich glaube, das waren alle. Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Das dachte ich mir, dass du dahin willst. Gut, dann ist gleich in der. Kindiv hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Okay. Damit wäre diese Sidequest auch abgehakt. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich glaube, wir machen. Achso, ja, muss ich erst herstellen. Ob ich das gerade kann. Ne, schade. Okay. Gut, das geht erstmal nicht.
Weil da fehlt noch ein bisschen. Oh. Beziehungsweise ich bräuchte noch Platz im Inventar dafür. Dafür sollte ich mal Wildschweinhaut langsam irgendwo farmen. Dann kann ich mich meinen Rohstoffbeutel ein bisschen vergrößern. Gut, dann planen rum, dann gehen wir mal da hinten hin. Versuchen uns den letzten von diesen großen Läufern zu krallen, um die ganze Karte aufzudecken. Naja, ist ein Fuchs. Oh, der Läufer ist aber auch verdammt weit weg. Seitdem wimmelt es hier von Grauhabichten. Ich habe mich schon gesehen da oben. Fuck, ich bin ziemlich weit oben. Kann ja kaum was erkennen in der Nacht. Gut, dass ich das gefunden habe. Was rund um Plateau ist, da komme ich nicht rauf. Nur von scheinbar da oben. Da gibt es noch einen anderen Weg, vielleicht da hoch. Momentan ist noch nichts zu sehen, aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Vielleicht nur die Straße da auf der anderen Seite. Kommt man da hoch? Komm schon, irgendwo muss ein Weg sein. Es kann nicht nur dieser einen Weg geben. Sicherheit. Hier vielleicht. Doch da drüben komme ich rauf. Doch was ist das für ein Ort? Wappenbrück. Außerdem gibt es hier einen Händler, einen Lagerfeuer etc.
Aber es ist noch ziemlich weit bis zu dem Läufer darauf. Oder in dem Moment, der ist da. Profikiller schleichen hier rum und suchen nur nach Treuelosigkeit. Hier vielleicht durch? Ja, das scheint der Weg zu sein. Okay, Quests habe ich hier keinen im Durchmarsch gesehen. Zumindest jetzt noch nicht. Ich empfange wieder ein Signal. Fertig aus da oben. Ne, es war nur so einer. Das Signal muss ganz nah sein. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Landhals springen. Oh, ich bin sogar richtig. Wo ist der Langhals? Da hinten. Ich muss zum Kopf des Langhalses. Ach du Heiliger. Naja, das wird zu spät. Es muss von diesem Plateaus aus sein. Schnell rennen. Scheiße, zu spät. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Okay. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Aber noch nicht vorbei. Und? Ah, geschafft. That's the last. Zumindest in dem Gebiet war es der letzte. Oder im DLC-Gebiet ist auch noch einer. Na, I don't know. Jedenfalls haben wir das.
Geschafft. Ja, da oben wäre noch einer im DLC-Gebiet. Damit hätten wir alle Standard-Langhälse überbrückt. Da wäre noch so ein Dorf und da ist noch so eine Zone. Na gut, jetzt wollen wir erstmal ganz schnell zum nächsten Lagerfeuer. Perfekt. Damit hätten wir das geschafft. Gut, das war's für diesen Part von Horizon. Bis dann.